herzlich willkommen zurück zu Sprint Tires mit dem Kliggy. Hallo. Und dem Sachsen-Let's Player. Hallöchen. Und mit mir, McManius. Manius, it's the Manius. Mhm. Na egal. Ja. Wir sind gerade bei der Werkstatt, haben zwei Raketen hier, Schlepper, da gerade uns organisiert. Randy hat den Tankwagen, den macht er gerade voll, da gehen 4000 Liter rein, ne? Jo. Und. Huch, verkehrt. Ach, ich kann gar nicht ziehen. Nee, bei dem kann ich jetzt nur ziehen. Das ist jetzt. Ach, wir müssen halt das anmachen. So, und jetzt müsste ich eigentlich hoch ziehen können. Aber irgendwie will er nicht, hä? Nee, ich glaube, der hängt auch hier. Halt, Stützen ausfahren. Siehst du? Ich ziehe. Wie ein Mann? Also jetzt mit der Winde gerade, aber da passiert schon mal gar nichts. Bin ich gut. Gib mal Vollgas. Okay. Ich mach Vollgas. Kannst du dich anziehen mit F? Nee, das geht nicht. Warte, dann hänge ich mal an den Armen. Ich glaube, meine Schnauze hängt vorne im Gebüsch drin. Versuche jetzt nochmal. Sind die Stützen hinten bei mir noch ausgefahren? Jupp. Jetzt müssen sie weg sein. Ja. Hängst du? Ja. Oh, ja. Langsam. Mensch, der ist aber ganz schön bitten und betteln. Naja, der ist ein bisschen schwerer. Kommt jetzt das Bäumchen. Kleine, das sieht aber so aus, als ob wir stärker sind wie das Bäumchen. Ja. Eigentlich umziehen. Ja. Kleine Birke. Norman, das machst du sehr gut. Sehr gut. Da kommt er langsam drüber. Wie so eine Botte hängt da hinten dran. Ja, Mensch. Das ist aber auch ziemlich langsam. Ich geb Vollgas, weißt du, was da ja qualmt? Ich seh gleich nichts mehr. 48 Meter. Ah, jetzt ist er schon mal. Du musst immer gerade lenken, Mensch, Junge. Das ist doch immer mehr Widerstand, wenn du da so links eingeschlagen hast. Ey, guck mal, das Seil, das hängt schon durch hier. Bei mir hängt ja nichts durch. Ich zieh ja gerade. Bei mir hängt das durch. Da hast du die Handbremse gezogen. Ja, alle vier Stück. Vor allem vier Stück, in der vordersten Achse hast du meist keinen Federspeicher. Jetzt habe ich angezogen und jetzt habe ich los. So, siehst du gedacht. Ja komm, die 3 Meter schaffst du noch. Jetzt. Oder? Jetzt guckst du mal kurz schneller. Ja, ne, wenn da liegt du voll in der andere Richtung, das jetzt kann man nicht, ne? Ich muss doch hier hin. Zieh mich mal ran mit F. Mach ich schon. Aber da bleibt er komplett stehen. Ah, jetzt. Zieht's ihn jetzt rein? Ja. Fahr mal wieder. Ich bin hinten dran. Wie schwerfällig der sich da tut. Oh, jetzt rollen wir schön bergab. Und. Okay, danke, kannst schön bleiben. Ich hänge in der Hausmauer. Juhu, vollgetankt und schadenfrei. Und jetzt können wir es mal starten, das gute Stück. Oh ja, das ist Power, Baby. Das ist Power. That's Power. That's Power. Austin Power. So, ich will dahin. Straßenräder? Nein. Ach so, jetzt muss ich hier erstmal was draufziehen. Können wir hier anbauen. Sattelkupplung. Bringe dein Fahrzeug in Position nach. Soll ich das hier Mehrzweckding mitnehmen oder soll ich es lieber allein, also ohne fahren? Na, mit ist halt ganz schön schwer, ne? Ich mach's ab. Aber du hast halt 400 Punkte, die du vergeben kannst. Ach so, ja. Reparaturtechnisch. Ja. Die fällt am Ende, weil Sprit haben wir ja dann genug dabei. Ja, aber reparaturtechnisch hat man doch nie Probleme, oder? Naja, bei meinem Fahrstil. Wenn du gehst lieber auf Nummer sicher. Du zeigst mir das jetzt von hier aus an. Ja, Nummer sicher ist immer gut. Randy, bist du vollgetankt? Nö, ich bin gerade beim Holz. Fährst du schon wieder weg vom Holz? Naja, weil ich ja Richtung Tanker hin muss. Und wer fährt jetzt eigentlich Holz? Ich bin jetzt unterwegs zum Holz.
Aber mit Langholztrailer halt. Wo bist du denn, Kliggy? Ich bin jetzt runter zur anderen Werkstatt, weil ja Langholz ging auf den Ural nicht drauf. Ich habe mir jetzt den Gras geschnappt und fahre jetzt Vollgas. Ach, du bist umgeswitcht quasi. Ja. Also soll ich jetzt rüber zum Holz fahren oder was? Wäre vielleicht eine Idee. Ach so, aber das ist natürlich. Na gut, Randy, wo fährst du dann mit dem Tanker hin? Na, ich fahre einfach hinter euch, beziehungsweise vor euch. Da fährst du jetzt erstmal hin dann. Na, oder? Kennst du noch unten den See, wo die erste Verdeckung ist, wo der Tankkanister steht? Da fahre ich jetzt hin. Um das Rohr erstmal zu befüllen. Und dann fährst du quasi zum Holz, ne? Dann fahr ich zum Holz und stehe für allzeit bereit, ja. Okay, weil dann kann ich auch zum Holz fahren, weil du wirst nicht. Wenn ich dort angekommen bin, erstmal auftanken müssen. Ja, glaube ich mir. Ich denke mal, du hast den ganzen Dings da schon leer gefahren. Nee, ja, aber er hat doch 500 Liter noch dort. Ich sag mal, den Tanker, den bräuchten wir vielleicht. Ja, wir fahren doch eh oben über die Werkstatt, die ja jetzt freigeschalten ist. Da tanken wir doch dann eh nochmal nach. Ach, wir fahren über die Werkstatt? Dann muss ich da jetzt überhaupt runter? Na, ich komm trotzdem mal runter, weil ich will jetzt nicht hier blöd rumstehen. Na, einen zum Schleppen brauchen wir auf jeden Fall, aber halt, vielleicht, dass wir noch einen haben, der dann halt das Kurzholz gleich nachher fährt. Da kann er zur Not auch mitschleppen, das ist ja kein Problem. Dann wärst du dann jetzt den Raketendings fahren? Hab ja gesagt, es geht nicht auf. Brauchen wir ja auch. Es brauchen nur einen noch für ein Dings, aber ich sag mal, brauchen wir denn unbedingt den Sprit? Wenn wir über die Werkstatt fahren? Denkst du, ich bin jetzt vor umsonst hier runtergefahren? Ja. Nö. Hast die Map kennengelernt? Danke, die kannte ich schon vorher. Ach so? Ja. Ich bin zum ersten Mal hier. Glaub ich dir. Schön hier. Ja, vielleicht brauchen wir ja zwischendurch nochmal Spritz, kann schon sein, aber halt mit so einem langen Sattelding, ich hab das gemerkt. Das Problem ist, dass wir dann zweimal Holz fahren müssen, das dauert halt. Ja, deswegen sag ich halt, wenn der einer hinterher fährt, einfach mit einem. Na, du weißt schon, was ich meine. Ja, wenn wir über die Werkstatt. Wenn wir über die Werkstatt fahren, finde ich es eigentlich okay. Was findest du da okay? Na, ohne Sprit zu fahren. Da müssten wir eigentlich hinkommen. Weil ich kann ja jetzt auch noch mal nachtanken beim Dings. Beim Holz. Ja. Na Randy, du kannst ja erstmal. Ach so, nee. Wir müssen das Holz dann gleich mitnehmen. Er kann sich dort zwischen Werkstatt und Dings positionieren, bis er jetzt dort ist. Ja, er muss ja das Holz mitnehmen, das ist das Problem. Ja, dann nimmt er sich den, der jetzt an der Werkstatt oben steht. Ach ja. Nee, damit ist er jetzt gerade unterwegs, ne? Richtig. Ach so. Wie man es macht, wir werden nicht rumrum können. Es wird so oder so da. Ja. Richtig. Ja, dann, da wir die Map auf gar keinen Fall nochmal machen wollen, dann fahr halt mit dem Sprit erstmal hinterher. Ja, und dann stellst du den, würde ich sagen, am Ende zwischen Ziel und Holz hin. Weil da kann es sein, dass der Raketenträger wahrscheinlich nochmal ein bisschen was zu trinken braucht. Ja. Soll er sich eine Cola holen? Ja, deswegen. Da du die ja dabei hast, wenn ich jetzt wahrscheinlich verkehrt gefahren bin. Bist du schon vom Holz wieder weg? Nee. Nee, ich muss erstmal das Holz finden. So, nee, ich kann hier geradeaus und dann vorne nochmal links, dann müsste ich eigentlich genau wieder drauf kommen auf die Straße. Das müsste so gehen. Komm, Jas, Junge. Jas. Oh. Schöne Wühlsau auf jeden Fall, das Teil. Also ohne den Aufbau hinten drauf ist schon nicht schlecht. Also da marschiert er schon ganz schön böse durch. Du hast jetzt die Sattelplatte drauf oder wie? Mit gar nichts. Ach, gar nichts. Komplett nackt. Komplett nackt. Einfach nur zum Ziehen. Ja. Einfach nur Leistung. Um Randy rauszuziehen. Okay, ich hab Sprit hinten drin, der reicht auch. Zum Rausziehen? Verstehe ich nicht. Ja, Kanister aufmachen, ein bisschen Benzin auf den Erdboden kippen, setzt alles weg. Ach, anzünden nicht vergessen. Ja. Das anzünden, ist trocknet, das ist, weißt du? Dann wird's hart, ne? Genau, dann wird's hart. Da.
Unglaublich, 170 Liter schon verbraucht. Wahnsinn. Ah, das Ding schluckt bisher. Enorm. Na, der Allrad schluckt sau viel. Differentialsperre geht, aber der Allrad, der schluckt wirklich enorm. Da ist da gar nicht mehr so effektiv, ne? Ne, das stimmt, ja. Den kannst du ja ohne Allrad fast gar nicht fahren, eigentlich. Den hier? Und sobald eine kleine Hugel kommt, hängt das sich auch dran auf. Ich fahre die ganze Zeit ohne Allrad, nur mit Differential. Ja gut, du hast kein Gewicht drauf, ne? Ja, ich bin noch beim Holz jetzt. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Das ist schon wieder die Karte. Obwohl ich fahre vor, links. Karte ist ein Highlight, meinst du? Ja, also Orientierung gleich null. Die Bäume sind irgendwie alle gleich aus. Hat so ein Wald an sich. Ja, aber normalerweise ist da hinten wieder mal was vom Förster ein bisschen markiert, ne? Ja. Zum Holz geht's hier lang. Auch nicht in Russland. Ne? Also findest du irgendwo mal eine Wodkaflasche, dann passt das vielleicht mal. So, jetzt ist die Frage hier rum. Ja, da hätte ich schon gemusst. Sieh. Ding hier umzulenken ist ja auch ein Krampf, ey. Oh ja. Das denke ich mal hat auch noch keiner geschafft. War es denn umgekippt? Nö, aber du kennst doch vielleicht noch, wo wir hochwärts sind, da ging es doch mal links, da ging es so einen kleinen Hügel hoch und gleich wieder runter. Also ein ganz steiler, wie so ein Erdhaufen. Ja, ist jetzt eine ebene Fläche. Ah, okay. Alles mal so mit den kompletten Laster, also mit den Hänger mal alles mit runtergerutscht und so. Sieht gut aus. Ja, da muss man aufpassen, ne? Die bleiben dann manchmal einfach hängen. Ja, ne, da blieb auch hängen, aber durch Steilwinde und Dings hat es jetzt halt gerade gerutscht. Sieht gut aus. Blicky, wo bist denn du? Ja, ich frage mich das hier gerade selber. Also ich habe gerade hier ein bisschen Sand. Bist in der Blicky, Wüste. Wo bist denn du lang gefahren? Bist du nach Afrika gemacht, ey. Da unten den Weg habe ich nicht gefunden, wo er ist. Ich will jetzt da hinten den Weg raus und dann da, wo du lang gekommen bist. Da geht er relativ gut zu fahren. Du fährst aber nicht. Ja, weil ich gerade auf die Karte geschaut habe. Ach so, okay, ich habe gedacht, du hängst. Auch. Aber jetzt bin ich gerade wieder am Fahren, ich sehe es. Du musst da vorne rechts übrigens. Ja, da ist Randy wahrscheinlich noch vor dir da. Ja, kann er doch. Wo der auch gerade nicht gerade. Aber Randy sieht gut aus, da wo du lang fährst. Nö, so ja. Wahrscheinlich besser wie bei mir, ja. Naja, du bist ein bisschen kompliziert gefahren. Ja, das ist halt. So viele Huckel daher, ich weiß auch nicht. Oh, schön rechts rum, genau. Ja, Klicki. Hängt. Da hängt. Drecksding. Hast keinen Baum zum rausziehen. Ich suche gerade hin. Musst jetzt da rechts, Wendy, halten? Nee. Ja. Geradeaus. Und dann links. Und jetzt links halten. Komm, Junge! Geradeaus da. Ich bin einer lang. So. Geradeaus. Na! Links! Ja, mach doch einen ruhigen. Wo willst denn du hin? Ne, ich gar nicht. Der LKW hat gesagt, wo willst denn du? Jetzt geht's ein bisschen rechts rum. Der hat mich jetzt echt nach rechts geschoben. Rum, hat nämlich nach rechts geschoben, hat sich alles stehen. 50 Zentimeter für Zentimeter. So, jetzt. In die Richtung, wie du jetzt stehst, musst du. Ja, ich weiß. Ja. Da war es ja Sperre an. Glücklich, dir zuzuschauen ist langweilig. Ja. Kann das sein, dass du gerade ziemlich schräg bist? Ja. Das sieht man sogar auf der Map an deinem Pfeil. Ja. Ja. Das ist gut. Oha, jetzt bist du wieder gerade.
Ja, das ist mal die Prämie. Oh, andere Seite. Das ist gerade so ein bisschen Wank- und Neigetechnik. Ja, ja. Ey, das war bar. Aber Randy kommt auch nicht weiter. Das ist doch hier nicht normal. Wer haut denn hier den ganzen Sand hin? Oh, Randy. In die Richtung, genau in die Richtung durch. Was ist denn jetzt schon wieder? Motor abgewürgt. Oh. Bin ich auch. Darfst du mal nicht in der 1 Plus fahren? Warum fährst du jetzt rückwärts wieder runter? Na, weil das ist eine Steilung. Ne, was? Eine Steilung. Was? Eine Steilung. Handbremse? Ist kaputt. Kannst du auch anziehen. Ja, kann man, muss man. Wo ist denn der, der eine Hängsche rausziehen soll? Ich muss jetzt echt zu dir kommen. Ach, Klicki. Da steht er da mit einem Raketenträger an der Pommesbude, weißt du? Naja, ist das schon, ja. Schwing aus. Ne, ich drück den hier jedes Mal so schräg. Ich will ihn aber auch nicht unbedingt schmeißen. Willst nicht schmeißen, schmeißen macht Spaß. Ja, gut. Ey, wie ich mich hier drin neigekeilt habe, ich find's... Na, ich komm mal rüber. Oh, jetzt. Komm dir mal entgegen zumindest. Randy hat ja genug Sprit dabei. Da kannst du schon viel ausleben dort. Na. Ja. Oh, machen wir es mal ganz anders. Das Problem ist, jetzt hängt der Hänger hinten nur so schief drauf. Überall da, wo ich durchpasse, passt das Ding aber nicht ganz durch. Es ist... Naja. Rückwärts. Und jetzt aber. Jetzt müssen wir aber, ja. Mann, die 1 Plus mit dem Teil ist echt zum... kriegst du nicht so richtig hin. Dem Raketenträger. Will er nicht, mag er nicht so. Na, durch sein Gewicht wahrscheinlich, ne? Sobald er berghoch geht, wirkt er den ja klar ab. Naja, auch teilweise auf der Geraden, also er hat sich ganz schön pissig. Na, ist eine kleine Diva. Naja. Würde mal interessieren, wie viel PS das Teil hat. Ich glaube, ausgestattet ist er mit 2 Panzermotoren. Ja, aber was für welche? Ist ja der SLT von der Bundeswehr, der hat auch 2 Panzermotoren drin. Der hat auch 1500 PS. Doch, nee, stopp. Kleine Motoren drin. Nee, stopp. Ein. Der hat einen Motor drin, 750 PS. Ja, wo willst denn du hin? Es geht hin oder zu. Ja, ich wollte dir helfen. Entschuldigung. Aber wir sind sowieso für den Part schon wieder fertig, nur so sollen wir. Naja, vielleicht hat das ja noch Holz irgendwann zu lang. Jetzt muss ich hier über die Unebene fahren, ne? So, jetzt muss ich das Ding erstmal irgendwie rumgedreht kriegen hier. Walte deines Amtes. Na gut, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, da werden wir auf jeden Fall schick Holz laden. Oh ja. Und werden uns mal zum Lager kämpfen, dass wir hier das mal gemanagt kriegen auf der Map. Und ja, ansonsten in diesem Sinne, Däumchen nicht vergessen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.